In ein paar Minuten kommt der Punkt, wo man dann Laubenbachmühle von oben sieht. Auf der rechten Seite dann der Anstieg, dann, wenn man dann Laubenbachmühle, wenn man Laubenbachmühle von oben aus dann unten sieht im Tal. Zuerst kommt nur die auflassende Holzschule Unterbuchberg. Sagt Unterbuchberg, Unter- und Oberbuchberg. Jo. 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 Jetzt scheint auf einmal die Sonne. Gerade noch flug. Durch bis morgen zuerst. Ja. Passt. Ja. Ja. Baggerwerk da im Bach. Und gerade drauf in Natterstal unter Buchberg. Da ist die auflassende Holzschule unter Buchberg. Da ist die ehemalige Holzschule unter Buchberg. Jo. Der Himmel ist komisch. Jo. Du hast es einfach so los in der Hand. Da ist los. Aha. Schau mal den Himmel an. In Richtung St. Pölten blau, in Richtung Mariazell komisch.
Und Mama, doch, dann schlängen wir uns um. Das ist echt arg, dass es sowas gibt. Ja. Da ein Tunnel, wird man einen Hechen gewinnen. Geil, ist soweit. Nach dem Tunnel sind wir oben dann. Auf einmal steigt man schon ziemlich an. Gerade eben sind wir so. Jo. Der Schiene hat gerade auch ziemlich schwindelige Route gehabt. Und weiß ich, von meinem Schiene hat es gerade auch mal zurückgefahren sein. Ja, ich allein nicht gefahren. Aber ich einmal mit dir auch mal. Voll schwindelige Route immer weiter auf mit dem Bus auf der Straße. Achso, das war wie ein miteinander mit dem Windbus. Nein, wir sind mit Schindlersatzverkehr. Ja, auch. Damals haben wir über Türnitz da. Ja, genau. Über Lilienfeld, Freiland, Lilienfeld, Schrambach, Freiland. Das ist wie ein Duft. Ja. Sind wir schon herauf. Ja. Und dann kommt auch noch die Ausweiche Oberbuchberg. Mhm. Wo sie auch kreuzen können. Ja. Und da ist auf einmal so ein Sohn zum Segen wieder. Aber ein Hartwind, das ist echt schwarzer, wenn stand halt da herum, wenn es so schneibt. Ja. Müssen Sie mit Arbeitszügen das Holz holen. Ah, oben sind auch Bauernhöfe. Da herum auf einmal eine Lichtanlage. Warum da so weit bis an einsamen Bahnübergang auch eine Lichtanlage? Keine Ahnung. Weiß nicht, eigentlich sieht aus wie so ein frequentiertes Großen. Nächste Viadukt. Da ist irgendwie ein Lagerplatz herum. 35er langsam, 35 km/h geht's gut. Gegenzug in Oberbuchberg. Jetzt sind wir in Oberbuchberg. Ja, Ausweich kann man nicht ein, da ist nur eine Betriebsausweiche. Ein Kreuzungsbahnhof. Bleibst du sogar stehen zum Kreuzen. Ah ja.
Genau, richtig, jawohl. Okay, und wenn ein Design gibt, dann geht es eben weiter oder mit dem Video. Bestellung erfolgt. Bestellung erfolgt, dann geht es hier nochmal. Okay, super. Und so, wir haben kreist. Aber wenn der Zug da herum liegen bleibt, da gab es ein Problem. Ja. Was ist? Ja, auffahren und ankoppeln. Und was innen denn? Jetzt sind wir richtig weit oben. Richtig schwindelige Aussicht. Ah, und die Bam hat man bessere Aussicht. Kardun sind so ein Einschnitt. Nur einmal du noch. Jetzt, schau jetzt oben. Ja, wo man auf einmal nach unten sieht, so weit. Wo man sich dann so weit nach oben einen Hechen gewonnen hat. Faszinierende Aussicht, immer wieder gut. Ja, genau. Ja, Bedarfshaltestelle, wo es ein Bahnhof ist. Ja. Und ich brauche noch Marzenet aufzahlen. Ist auch gut, praktisch. Dass ich da einfach. Dass ich ein paar Kilometer wurscht sind. Wo ich da in ein steirisches Gebiet reinfahren kann. Ein Bauern-Dings da herum so. Und jetzt da ist eh die Sonne. Sonst. Es ist, wir müssen um 19.05 Uhr weg, weil sonst ja, wenn das passiert, dann muss ganz schnell durch Maria zählen und ein Hotel suchen. Ja,
Was ist? Ja? Da sagt es den steirischen Railjet-Bahnhof. Und wie dann die Südbahn. Was ist? In die andere Richtung. Ja. Winterbach. Obwohl es ein Bahnhof ist, ist ein Bedarfshaltestell. Und da ist kein Bagger gestartet, ein Schienenbagger. Ah, jetzt ist die Aussicht auf derer Seite. Da windet es sich. Die Aussicht wechselt jetzt immer wieder. Da hat man gerade nur einmal Ladenbach-Mühle gesehen. Schaut da. Was da wie sie jetzt da von der Öffnung gleich? Ja. Beim Dunno da, zwischen dem Einschnitt da. Maria Zöllerbahn ist ein Meisterwerk der Eisenbahntechnik, Bahnbautechnik. Vor über 100 Jahren durch so ein schwieriges Gelände eine Bahnstrecken baut, und bevor es schwere Baumaschinen gegeben hat. Ja, das ist komisch, wenn man ankommt, kann man nichts mehr fragen. Ja. Sonst hast du einem da oft ja auch was gesagt. Ja, sicher, weil sie ausgekommen hat. Ja. Ich merke gerade, die hat es gerade. Ja. Vor ein paar Minuten hast du sachlich geredet und jetzt merke ich gerade einen emotionalen Schub. Ich hab's einen Moment heute nur in der Kabine gehabt, in der Früh. Mhm. Aber da war jetzt am Nachmittag bisher nicht. Ja, das, was passiert, die Kabine auch nicht schmiert. Ja. Ja, aber dann kommen dann nur mehr Berge, wenn man in der Erbe-Erlauf-Klasse die Zinke. Kannst du dich erinnern? Ja. Der Berg Zinke bei Erlauf Klasse. Ja, genau. Ich jetzt ist die Aussicht auf derer Seite. Aber verdeckt durch Baum. Jetzt haben wir über einen Hoch und wo, über einen Wald. Wir fahren gerade da mitten durch einen Wald eigentlich durch so. Hoch oben. Gleis gingen durch den Wald durch. Da scheint gerade die Sonne schön einer so. Thank you.
Ajo. Buchenstuben sind wir ja. Buchenstuben liegt ja mitten in die Berge oben. Ja. Hat man die Bettina damals einen Freund in Buchenstuben? Ja. Ah, jedenfalls Buchenstuben liegt ja mitten in die Berge oben. Wir sind jetzt 60 Kilometer von seinem Böttenweg. Irgend lauter Kreis, was nicht brauchen. Jo. Bauen sie ganz und zwar gehen da wieder zusammen ins Streckengleis. Die weichen zwischen 1 und 2. Also ich glaube auch Gleis für Richtung St. Pölten und für Richtung Mariazö. Gut, dass nicht viel los ist, jetzt zukommen und leicht Seiten wechseln. Noch 40 Minuten müssen wir mal so zum Bahnhof ausgehen. Ja. Ja, aber es ist nur, die werden erst vorher erst einblind, die erst dann zu weit ist. Wird nicht immer alles gleich alles aufgelistet. Da hat man gerade eine Sicht wieder. Über hohe Brücken, Viadukt hoch über das Tal da. Marazell Ersatzbahnhof, Schrägenklammer, Ersatz, St. Sebastian, irgendwie so. Irgendwas mit Freizeitzentrum steht auch dabei. Marazell Ersatzbahnhof, dann wieder, immer wieder andere Namen. Irgendwas mit Freizeit, irgend so was ist da gestanden. Ah, Marazell Ersatzbahnhof. Da ist auch Aussicht hoch. Da. Ja. Ja. Busbahnhof ist jetzt der heutige, wo die Busse Richtung Kapfenberger sind. Weil da ist es nicht weit. Ja, ein Bus braucht lauter eben nur 3 Minuten. Was ist? Aber der Ersatzbahnhof ist eh nicht weit weg vom normalen Bahnhof. Der ist nur ein Stück vor der Einfahrt im Bahnhof. Was ist? Es ist nur ein paar Meter vorher vor der Einfahrt weichen im Bahnhof.
Man geht ja nicht so viel an, das ist ja nur ein Stückchen vor der Einfahrt weichen. Normal stehen sie nicht, aber wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben zwei Stunden Zeit, bis wir weg müssen. Ja. Wenn wir uns dann orientieren, wie es genau ist. Ich war ja nie da bei der Ersatzbahn, von der hat man ja nie nur ein paar Bilder im Internet gesehen, nur aus der Augen, wie es vor ein paar Monaten eben eingerichtet haben. Als Professorin, bis der Bahnhof fertig ist. Der Ersatzbahnhof ist ein paar hundert Meter nördlich vom normalen Bahnhof. Es ist einfach eine Haltestelle als Professorium. Auf der eingleisigen freien Strecke. Eben Stiegli nördlich vom Bahnhof. Und da war gerade mitten da herum auf einmal ein Technikraum. Geht es dir jetzt wieder besser wieder? Ja, wie bei mir. Normal ist immer gleich wieder vorbei. Bei mir ist, wenn ich ein paar Minuten im Garten ruhig hier sitze, dann geht es wieder. Wenn ich bei einer Karre da sitze, dann sitze ich so im Garten aus, wenn es sowas ist. Normalerweise, ja. Bei mir, wenn was passiert, dass man Freude macht. Und jetzt rauscht mir gerade das Ding nur ganz schön durch. Jetzt haben wir Rundlichtgeschwindigkeit drauf. Ja. Hast du schnell wie man rechnet? Es wird nicht so schnell wie er so. Ich fühle sich immer leichter, der hat umgerauscht. Vielleicht haben sie irgendwie was beschleunigen können. Vielleicht haben sie ein Gleis irgendwie. Auf ja. Wegen dem Halbstundentakt. Was? Es fühlt sich der Jog der ganze durch. Ey. Ich fühle sich auch, wie man leichter, der hat umgefahren. Damit er im Tunnel, der Tunnel ist ganz schön lang. Da muss er etliche Kilometer. Was? Was denn? Ja. Auf schmaler Spur ziemlich. Ja. Die ganze Strecke zwischen Wien und Salzburg. Inklusive der Fortsetzung nach Tirol. In 35 Minuten kommen wir an, Marietze. Ja. Nur mal ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Das sind zwei, vier Stunden. Da haben sie aber ordentlich die Strecken verändert, dass das. Das war schon was. Ja. Um die Hälfte reduziert im Laufe der Zeit. Ich hab gesagt, wir haben sie auch um die Hälfte fast reduziert. Ja. Schon noch Tag rennt. Ja. Wir sind in. Gösing! Ja. Gösing! Gösing hat einen ziemlich großen Bahnhof. Ja. Ja. Aber auch nur bedarf's halt. Gösing. Das ist das Beste. Das ist Highlight. Aber leider nur doch, hey. Schau, oh mein Gott. Das ist ja wirklich extrem hoch. Atemberaubend.
Bahnstrecken so hoch in die Höhe geht. Das ist irre. Aber wir sind weg, wir kommen von St. Pölten. Ja. Und dann auf einmal. Naja, die alten Fotos auf den Oberstruppen, man kommt schon bergen. Ja. Das ist echt toll. Echt beeindruckend. Wahnsinn, schau. Ja, das ist wirklich unglaublich. Das ist authentisch. Das ist für mich echt. Für mich ist das Faszination von Gebirgseisenbahnen. Nein, das und dann eher Verbindung kommt zum Opfer. Ja. Dass er ist, wenn du dann in mir ist, dass er nicht mehr ist. Ja. Aber die Zeit, die dann schicken so, dass man kochen kann. Ja. Ja. Alles, was du jetzt sagst, wird aufgenommen. Ja. Weil jetzt bei der Fahrt drücke ich nicht, aber ich alles komplett. Ja. Hast du gleich die Schuhe gesehen? Ja. Und jetzt verschwinden wir wieder. Ja. Und. Das war ein kurzer Tunnel. Das waren nur 46 Meter. Ja. Traumhaft schön. Ja. Aber ich bin ja, was ich da nicht gemacht habe, die Stütze. Das ist ja krass, so sagen. Wo denn? Wo irgendwie ist, wenn du nicht Platz ist. Dass ein Platz hat, weil es hinter uns steht. Ja. Und damit Rettungs- und Bahnpersonal in Notfall kommen kann. Und da haben wir das durch ein Waldgebiet, also ja weit oben. Da war gerade die trapezförmige Tafel, die im Bahnhof angekündigt. Was? War gerade die trapezförmige Tafel, die im nächsten Bahnhof angekündigt. Ja. Statt am Signal. Wie ein Bannerberg reit und dann ist wie ein Bruch. Ja. Auf ja, aber Annaberg hat andererseits Verbindung Richtung Dürnitz. Ja, ja. Ja, genau. Ah, ja. Und dann noch, also von der Wiesn hätten wir eine gute Aussicht, wenn man da ausgehen konnte. Ja. Aber die Wiesn ist immer irgendwo. Ja. Im Prinzip Bahnareal. Ja. Bis der nächste Zug kommt zum Ankoppeln und Anschleppen. Da kann es vielleicht sogar erst mit der alten Lok kommen zum Ankoppeln. Oder Himmelstreppen. Also da oben schaust du auf das Gebirge, wo man da oben schaust. Ja. Aufs Gleis hast du da gesehen. Ja. Ich sag, dass da so echte Wind und. Faszinierend, schau dir mal, was denn das. Ist da kurz eine Führerstandsicht? Auf dem Bildschirm kurz. Was ist? Ist da kurz eine Führerstandsicht einblend? Schau es an. Eine Kamera, was kurz vom Führerstand aus Aufnahmen aus der Frontscheibe zeigt. Org. Immer wieder so. Org. Es ist aktuell jetzt. Schau. Aus Führerstandsicht. Da haben sie eine Kamera von. Ja. Aufstieg in Fahrt Richtung links. Request stop. Exit in other direction on the left. Mit Annaberg, links am Bahnhofsgebäude hier. Was? Die Kamera, die Zeichen. Da haben sie immer wieder schalten sie da eine Kamera aus dem Führerstand sich da. Und kurz wie ein Dukt hat man gerade gesehen, wenn man so zurückschaut. Ja. Ist gar nicht eine Struktur. Mhm. Beim Zug, dann sehen wir nichts mehr.
Und dann auf einmal da ist Ortsgebiet auf einmal. Und ich dachte, warum steht Annaberg? Mhm. Weil Annaberg hat nebenbei, in Annaberg nebenbei der Bauhof nebenbei, auch Marial vom Bahnhof nebenbei. Sitzt die da rauf, auf der Bahn, wo die irgendwie Schießen fahren und wo er dann rauf vor der Berg. Ja. Und schau, siehst du, das Gleis an die Oberstromleitung. Da hab ich sogar ein Gitter. Ja. Und da der Bauhof ist, da ist es ein Bahnhofsareal. Ja. Aber Annaberg hat auch die flachen Bahnsteige behalten noch. Mhm. Annaberg hat drei Gleise. Annaberg, ja, Bahnhof heißt Annaberg reit. Ja. Und schauen wir, der Asphalt. Ja, das ist der Gipfel, und dann ist die Schacht, da haben sie die Verbindung gemacht, dann irgendwie zwischen die Lifte. Und schau mal, der Asphalt, beim Bauf da ist nass. Ja. Und nebenbei scheint die Sonne wieder. Ja, schau mal, die Wolken habe ich, das war ein Gaschert. Ja. Das war ein Gaschert. Ah, das Gleis schaut ziemlich stabil aus. Ja. Stabile Betonbalken und nicht nur Holz. Ich glaube, Annaberg hat einen normalen Warteraum, glaube ich. Annaberg steht ja ganz schön lang. Warum stehen wir denn so lang? Irgendwie gerade komisch. Warum stehen wir so lang? Ja, 2 Minuten wird es doch. Aha. 2 Minuten. Weil es immer gerade länger vorkommen irgendwie. Nein, 2 Minuten gestellt. Aha. 16:34 gestellt. Aha. Aber Annaberg ist auch, schaut auch aus wie ein klassischer Bahnhof. Ja. Nicht so verbaut. Nein.
Ich bin wieder durch St. Ja. Und ich bin noch nie auf die kleinen Wanderhöfer Bergstrecken ausgeschickt, noch nie. Ja. Weder Buchenstuben, nur an der Berg, nur sonst ja, die anderen auch nicht. Und auch nicht in Gösing. Ja. Alles interessante Bahnhöfe, klassischere. Ja, ja. Ach so, wir haben dann Gegenzug in Annaberg. Ah, okay. Das habe ich jetzt aber nicht gewusst. Jetzt schon halb Stunde. Nein, warum haben wir jetzt in Annaberg einen Gegenzug? Das habe ich jetzt nicht im Kopf gehabt, dass wir in Annaberg einen Gegenzug haben. Ja, warum in Annaberg? Ja, vielleicht machen sie das jetzt bald mit einem halben Stundentakt. Ich hab nicht gewusst, dass wir in Annaberg einen Gegenzug haben. Keine Ahnung. Aber das Ding war 2 Minuten war eine Verzögerung und der Ding mal ist wahrscheinlich ein guter Gegenzug. Nachdem wir vorher in Oberbuchberg gekauft haben, jetzt wieder an. Ja. Ganz schön oft wird da gereizt. Ja. Ja. Ich hab nicht gewusst, dass wir in Annaberg einen Gegenzug haben. Ja, um die Zeit jetzt. Aha. Ja, das ist der einzige. Sonst aha. Bin ich in der Bruck normalerweise, aber ah, jo. Genau. Aha. Ja, was ist? Auf einen 1,5-Stunden-Tag. Ab 12. Dezember. Ja. Ja. Ich schlage jetzt das Haus. Was denn? Schön herkriegt, das schön ging. Ja. Das ist schon krass aus. Und der Stimmung ist auf einmal wieder vollkommen anders. Ja. Der Stimmung. Ja. Ah, ja, schön. Ja, jetzt haben wir. Ich kann mich gar nicht gescheit zwischen links und rechts. Aber schön schaut es aus. Und der Himmel ist eh nicht so schlicht. Schlecht. Das Wetter. Jo. Um 16.55 Uhr mache ich jetzt Zeit bis 19.05 Uhr. Vor 19 Uhr müssen wir wieder am Ersatzbahnhof gehen, wenn der Zug da an seinem Ende angespielt ist. Das ist das Dienst oder das Werk? Ja, das alte Kraftwerk. Genau. Nein, ich hab's gerade nicht im Kopf. Ist. Jo. Jo. Wir sind da in Wiener. Schau, wir sind da in Wiener Bruck. Und das Bahnhofsgebäude ist auch eine Mietwohnung. Machen wir schon her. Da kann man ja im Bahnhof mieten, mit Ferienwohnung im Bahnhof. Jetzt erst das Haus und auch so ausgeschaut. Ja. Basis ist das. Ökscher Basis. Tschüss, Baba. Oh, Wienerburg Josefberg hat einen großen Unterstand. Aha. Die Basis ist das. Ökscher Basis. Ja. Wienerbruck hat einen modernen Bahnsteig. Mhm.
eine moderne Glasunterstand ist nicht so. Jetzt. Da bloß auch Lokale. Ja. Das Package zu machen. Nein, aber der Bahnhof ist dabei. Nur Bahnhof. Ah. Und gleich fahren wir dort drüben so. Ja, und der Bahnhof selber ist auch eine. Ja. Bahnhofsgebäude selber. Scheiße, schauen wir mal. Ist genau, Gegenseiten. Ja, ja. Ja. Da in Wiener Bruck aussteigen, einmal. Ja. Und da wieder der Streckenverlauf so ganz speziell ist. Zu meinem Hechengewinner. Ja, schau, die fahren eigentlich in den Cash. Ja, es windet sich so. Ja. Ja. Zuerst eben sind wir da unten entlang gefahren. Und dann so rauf. Da windet sich so. Und jetzt ist noch ein bisschen mehr als wie eine Viertelstunde, bis wir jetzt nur mal 18 Minuten und dann sind wir 20 in 18 Minuten sind wir schon am Zimmer. Einmal. Und ich filme schon seit fast 50 Minuten durchgehend. Ich filme von seit Laubachmüller, bis wir ankommen. Laubachmüller mache ich jetzt komplett. Und da ist gerade kurz wieder die Führerstand, Kamera am Bildschirm. Schau. Kamera vom Führerstand. Immer wieder. Das Licht am Ende des Tunnels. Licht am Ende des Tunnels ist ja auch mit Affen. Man sieht Licht am Ende des Tunnels. Gerade wieder die Kamera. Ja. 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 Und noch mehr viel Stunden bis Maria zählt. Thank you.
Der Ersatzbahnhof wird ja nicht mehr gebraucht, wenn der Bahnhof fertig ist. Das ist ja nur ein Professorium. Der Ersatzbahnhof kann dann wieder aufgelöst werden, wenn der Bahnhof fertig ist. Ja. Ein Baustück an einem wird nehmen ein Viadukt. Und das Viadukt ist ja eingerüstet schon. Das Viadukt ist ein Baustück, ohne dass Schienenersatzverkehr nötig ist. Unterm laufenden Betrieb an die Wände unten da so sanieren. Ja. Ja. Ah, da sind die Bergaren so. Was? Aha. Da ist eine kurze, hohe Aussicht. Da, die Klippen da so. Ja. 77 Kilometer von St. Pöltenweg. 77 Kilometer. So, wir sind in der Erlaufklasse. Aber Erlaufklasse ist ein moderner Bau. Und die Erlaufklasse hat, glaube ich, auch ein Klo, glaube ich. Ja. Jetzt sind es nur mal 10 Minuten bis Maria C. Es gibt aber keinen Ort, der auf Klasse, oder? Aber ich sehe keinen richtigen Ort drumherum. Nur das eine Haus, was daneben ist. Da auch nochmal Aussicht. Also ich bin nur mit da so aufs Wasser oben. Ja. Kurz nur. Nur mal Mitterbach und Marathon Marazell. Ja. Ja. Ich hab den späten Zug um 22.06 Uhr noch Schienenersatzverkehr um 22.20 Uhr, kurz vor 22.30 Uhr. Auf die Nacht noch Schienenersatzverkehr. Ja.
Da tut man badeln. Ja. Hast du gesehen? Ja. Übermorgen meinst du? Ja. Ja. Ja, gleich Mitterbach. Der Öxer wird die Panoramarung enden in Mitterbach. Weil sie ja drum herum fahren müssen. Es geht immer so als Bahnhof natürlich nicht. Aber der Öxer Beamte der Panorama müssen Mitterbach enden. Ja. Ah, ich scheint es un. Um 17 Uhr ist die Maritze angekommen. Ja. Ja, weil lauter Kreis aufs nicht mehr brauchen. Dann spazieren wir und passt und daheim. Ja. Und der Teil vom Mittelbau ist in der Steiermark und der Teil in Niederösterreich. Ja. Landesgrenze geht durch Mitterbach durch. An der Öxerberg der Acker muss da Logo kopieren und drumherum fahren. Am Bahnhof der Mitterbach, weil er kann nicht in das Ortsbahnhof reinfahren, weil er nicht umdrehen kann dort. Mitterbach auch einen alten Bahnsteig. Mhm. Was sind das für Anhänger? Der und es tropft leicht dabei, scheint die Sonne. Ja. Keine Ahnung, haben die da. Ja, ich habe eh schon in der Lambo früher öfters gestanden. Und es ist ein Bild am Alpenbahnhof auch. Es tropft leichter wahrscheinlich die Sonne. Ja. Komisches Wetter. Mhm. Regen und Sonne. Und da gibt es auch eine Kloserie angeschrieben und einen Warteraum. Ja,
Was ist denn das für Wetter? Ja, die Dächer sind nass und dabei scheint die Sonne. Und dann wollte ich halt einen schönen Bremsvorgang für Ersatzbahnhof einleiten, bald, in ein paar Minuten. Ja, das haben wir am Ziel. Ich hab gerade gesehen, auf dem Weg nebenbei. Ich komme in Ruhe zu, wie die Hochschule geht, ja. So, gleich haben wir am professorischen Ende. Ja. Genau. Bleibt es jetzt noch bis am 7. Ja. 7. ist die letzte Möglichkeit, stimmt's? Ja, es ist ja so, dass mein Vater verstorben ist am 89. Lebensjahr und es war eigentlich So, Mama, ihr Zug endet hier. Ja, wir haben heute gesagt, nein, wir sind nicht dabei, wir haben uns verabschiedet. So, Mama, wir sind da. Na, dann alles gut. Ich mache jetzt auf dir fürs Arbeiten.
Der Bahnsteig, das ist nur so eine Sandfläche. Etwa der Straße nicht laufen, aber okay. Hier geht es eh kein direkt weiter. Gut? Okay. 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 Kein Stress da. Und schauen wir mal, da ist die Streckensperre.